Ja, heißt die Pop hier mit einem neuen Video. Es geht mal wieder um ein Messer und zwar um einen Neckknife. Und wenn ihr wissen wollt, worum es da geht, bleibt doch einfach dran. Ja, vor euch liegt schon das Messer, um das ich es dreht, hier in dieser doch beeindruckenden Kydex-Scheide. Und ich würde sagen, wir holen es gleich mal raus. Ja, so sieht's aus, das Neckknife. Und zwar habe ich die Ehre, an einem Passaround teilzunehmen. Und zwar ist das Messer von dem Bastian Ohnerz, ein, ja, ich würde sagen, Hobby-Messerbauer, der hier dieses Messer gebaut hat und das mal hier auf den Passaround geschickt hat. Vor mir waren ja schon der Solivor und der Klaus L. Müller dran. Und jetzt habe ich die Ehre, mal das Messer hier zu reviewen, zu begutachten. Ich hatte das jetzt schon eine ganze Weile bei mir zu Hause und habe das in vielen Dingen schon testen können. Habe damit geschnitzt, habe damit gekocht, hatte es auf einer Tour mit dem Howie Brain zusammen unter, dabei und konnte mir doch jetzt eigentlich einen recht guten Eindruck von diesem Messer hier verschaffen. Ja, wobei handelt es sich? Wie gesagt, es ist ein Neckknife aus D2-Stahl, der so zwischen 59 und 60 Rockwell gehärtet ist. Ist ein Messer mit Paracord-Wicklung, schwer zu übersehen. Und wir haben hier eine Messerstärke von, oder eine Klingenstärke von grob 4 mm mit einer Gesamtlänge von ca. 15,5 cm, wobei wir eine Schneidlänge von ca. ja, knapp 7,5 cm haben und einen Griff etwa von 8,5 cm. Zum Gewicht kann ich leider nichts sagen, meine Waage ist immer noch am Arsch. Tut mir sehr leid. Ich kann so viel dazu sagen, dass es als Neckknife an der Grenze ist. Schwerer dürfte es meiner Meinung nach nicht sein. Es ist wirklich schon ein gewichtiges Messer. In der Kydex-Scheide, die relativ groß bemessen ist, sitzt es aber sicher und man kann es wunderbar um den Hals tragen. Ein bisschen Spiel hat es. Ebenso dazu gibt es eine Lederscheide, die finde ich sehr schön verarbeitet ist. Und soweit ich das weiß, ist der Bastian auch so, ja, semi-professionell oder gewerblich gesagt, baut er auch eben Lederscheiden. Da kenne ich schon einige, die habe ich so Bilder von ihm gesehen. Die gefallen mir eigentlich immer recht gut. Schaut doch einfach mal auf seine Seite. Ich denke mal, dass ich das irgendwie verlinken werde, dann in der Videobeschreibung unten. Auch in der Lederscheide sitzt das Messer sehr gut. In den Druckknopf hält das Ding, da fällt überhaupt nichts raus. Zu den Scheiden an sich werde ich sonst nichts sagen, weil mir geht es persönlich ums Messer. Wie gesagt, hatte der Soli und der Klaus L. Müller das schon vor mir. Ich habe mir die Videos bewusst nicht angeschaut. Ich wollte einfach einen unverfälschten Eindruck von dem Messer haben. Und ja, dementsprechend hier jetzt mein neutraler Eindruck. Was mir sehr gut gefällt am Messer, ist die Handlage. Also da muss ich wirklich sagen, hier mit diesem kleinen, ja, mit der Fingermulde hier und dieser Mulde für die anderen Finger hier. Es ist ein wirklich gut liegendes, in der Hand liegendes Messer. Ich habe eine kleine Hand. Ich würde sagen, ich habe so 3,5 Finger und mit dem kleinen kann ich entweder so ein bisschen ans Ende vom Griff gehen oder halt hier auf den Knoten vom Lanyard, das hier so aus der Wicklung herauskommt. Die Größe an sich gefällt mir eigentlich gut. Dadurch, dass der Stahl halt relativ dick ist, hat es halt eben doch ein ziemliches Gewicht, was beim Arbeiten natürlich eher von Vorteil ist. Beim Tragen um den Hals kann das dann bei längerer Tragedauer doch schon mal zu, sag ich mal, leichten Nackenschmerzen führen. Kommen wir mal zur Verarbeitung. Der D2-Stahl ist bekanntlich ja nicht rostfrei. Man kann es auch sehen, hier oben hat er schon so ein bisschen, ist er schon angelaufen, hat so leichte Patina. Hier oben auch, auf der anderen Seite. Und die Klinge hat natürlich schon diverse Schlieren und Gebrauchsspuren einfach. Die Klingeform gefällt mir sehr gut. Sie ist gut ausgearbeitet, finde ich. Ich mag die hier spitz zulaufende Spitze. Ich schätze mal, dass die doch relativ robust sein wird. Die Spitze wird hier oben ein bisschen schlanker.
Das gibt dem so ein bisschen, ja, sag ich mal, da muss man schon aufpassen, dass man, wenn man bei groberen Arbeiten, dass man da nichts abbricht. Aber es ist, bleibt ja ein Neckknife, mit dem ich jetzt nicht betonen würde. Es ist eher für Schnitzaufgaben und für Schneidaufgaben. Schneidaufgaben. Die Schärfe ist so, wie ich es bekommen habe. Ich habe es eigentlich auch nicht nachgeschärft. Ich habe es zwei, dreimal über den Sharpmaker gezogen, um so ein bisschen ja, die Schneidphase nochmal zu verfeinern. Es ist nicht rasierscharf, es hat aber eine gute Gebrauchsschärfe. Ich glaube aber, dass man mehr rausholen könnte. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Hier hinten ist die Schneide im Vergleich zu hier vorne doch etwas, ja, die Schneidphase ist etwas ungenau ausgearbeitet, würde ich mal sagen. Und ich glaube, wenn man die so vielleicht noch ein bisschen feiner und ein bisschen sauberer ausarbeiten würde, könnte ich mir vorstellen, dass das Ding noch ein bisschen schärfer wird. Man sieht auch hier in dem Blickwinkel, dass die Schneide nicht ganz mittig ist. Aber das sind ja jetzt wirklich, ja, das ist ja Jammern auf keine Ahnung was für ein Niveau. Ansonsten zur Verarbeitung, ja, man sieht halt, dass es kein professionell gebautes Messer ist. Ich mag das, wenn das so ein bisschen oldschoolig oder so ein bisschen rough daherkommt. Mir gefällt auch, dass es hier oben so ein bisschen sozusagen, wahrscheinlich war das hier unbehandelt und die Schneide war mal wahrscheinlich polierter. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Grundsätzlich ist der Flachschliff auf beiden Seiten nicht hundertprozentig gleich, aber auch das ist eher am Rande zu erwähnen. Was ich negativ finde, ist das helle Paracord. Das wird schnell dreckig, das kommt jetzt hier im Video wahrscheinlich nicht raus. Da hätte ich Schwarzes genommen. Aber das ist, hat mit dem Messer nichts zu tun. Das ist eben die Wicklung, kann die auch weglassen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt hier ein paar negative Punkte aufgezählt. Das kommt jetzt vielleicht negativ rüber, wie ich das meine. Also alles in allem ist es ein cooles Messer. Aber wie gesagt, die Handlage gefällt mir sehr gut. Es lässt sich gut damit arbeiten. Wie gesagt, die Schärfe könnte ein bisschen besser sein für meinen Geschmack. Das Gewicht ist ein bisschen hoch und hier und da beim Ausarbeiten der Schneide bzw. der Klinge ist nicht so ganz sauber gearbeitet worden. Aber ansonsten ist es ein cooles Messer, finde ich. Ich weiß nicht, ob es zum Verkaufen ist oder ob er sowas ja, zum Verkauf herstellen würde. Die ja, Frage, ob ich es mir kaufen würde, schwierig zu beantworten. Ich glaube, für ein Neckknife ist es mir zu schwer. Dazu müsste vielleicht die Klinge etwas schmäler sein. Die Größe finde ich in Ordnung. Vielleicht hätte die Klinge auch etwas flacher sein können. Ich weiß es nicht. Aber es lässt sich an sich gut damit arbeiten. Ich habe, wie gesagt, in der Küche damit geschnibbelt. Ich habe Gemüse, Zitronen, sage ich schon, Zwiebeln geschnitten. Ich habe ja, Gemüse gehackt. Ich habe Holz geschnitzt, Frischholz vor allem. Und das geht ganz gut. Der Klingenrücken ist, ja, zwar schon 90 Grad, aber so richtig gut Fire-Steel anreißen kann man damit nicht. Das könnte man vielleicht noch ein bisschen ausarbeiten, aber das kann ja, kann man auch vielleicht zu Hause selber machen. Ja, alles in allem ein hübsches Ding. Die Keidekscheide gefällt mir eigentlich schon ziemlich gut. Ich bin schon immer irgendwie Totenkopf-Fan gewesen. Es mag dem einen oder anderen zu militant vielleicht sein. Keine Ahnung, dazu gibt es ja dann eben auch die Option dieser schönen schwarzen, schlichten Lederscheide. Und wie gesagt, dazu fände ich dann passender einfach auch schwarzes Paracord. Ja, das soll schon auch gewesen sein zu meinem kleinen Video hier zu diesem Messer. Ich danke auf alle Fälle dem Bastian, dass ich das Messer mal testen durfte. Ich glaube, der Soli hatte, glaube ich, das Passaround angeleiert und auch gestartet und auch sozusagen verwaltet. Dir danke ich natürlich auch, dass ich da mitmachen durfte. Ich bin da noch so nachträglich reingerutscht. Wollte schon immer mal bei dem Passaround mitmachen, weil es einfach schön ist, wenn ein Messer irgendwie durch die Hände vieler geht und da einfach unterschiedliche Meinungen hört. Ich werde mir jetzt auch dann im Nachhinein die Videos vom Soli und vom Claudius oder Klaus, Entschuldigung, gleich auch mal anschauen, was die dazu gesagt haben, ob die ähnlicher Meinung sind. Also es ist kein schlechtes Messer, es sind ein paar Feinheiten beim Ausarbeiten, die noch besser sein könnten, wo ich jetzt bei, sag ich mal, anderen
privaten Messermachern schon anders gesehen habe. Die Schneide hier ist nicht ganz sauber, aber geile Handlage und optisch gefällt es mir eigentlich sehr gut. Gut, genug gelabert. Ja, wenn es euch gefallen hat, dürft ihr mir gerne einen Daumen da lassen, also nach oben da lassen. Und über neue Abonnenten freue ich mich natürlich jederzeit. Ich danke fürs Reinschauen. Sag, haltet die Ohren steif. Bis dann, Sigi Pop hier. Ciao.